Burkhard von Putzkammer ist ein Sänger mit tollen Ideen. Er hat an Orten Konzerte gegeben, wo sonst keiner vor ihm sang. In der Antarktis, tief unter Tage war er auch, oder in fahrenden Straßenbahnen. Mit einer neuen Idee ist er jetzt zur Stunde in der Schiffsschleuse Hohenwarte bei Magdeburg. Er singt an Bord eines Schiffes in der 18 Meter tiefen Schleuse. Und meine Kollegin Kerstin Palzer ist für uns vor Ort. Kerstin, warum singt denn der Meister so tief unten in der Schleuse? Das hat natürlich was mit der Akustik da unten zu tun und ist, wie ich finde, eine ganz, ganz tolle Idee, um klassische Musik mal in einer anderen Art und Weise erlebbar zu machen. Bei mir ist jetzt der Meister. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, in Schleusen zu singen? Ich habe einfach mal bei einer Durchfahrt in der Schleuse dort gesungen und dachte, Mensch, hier ist ja eine Akustik, könnte man mal was machen. Da war die Idee da, mal einen Schubert-Abend in einer Schleuse zu veranstalten. Und Schubert hat sehr viele Lieder über das Wasser und über das Bootsfahren und über die Schifffahrt geschrieben. Und es war ein wunderbarer Abend und daraus eine Reihe entstanden. Also Schubert im Schacht, Brahms in Beton, passt das zusammen? Ja, das passt wunderbar zusammen, weil die Schleuse hat eine Akustik, dass man dort unverstärkt singen kann. Und wir wollen natürlich ein Podium schaffen für das Kunstlied, was wir in andere Bezüge stellen. Und es ist ein wunderbarer Ort, wo Sie Naturgeräusche hören, wo Sie das Wasser plätschern hören. Und wenn Sie so ein wunderbares Schiff haben wie die Swiss Choral, ist das ein ganz eigenes Erlebnis. Wenn es dann da runter geht, das ist doch aber auch kalt und nass, oder? Ich meine, der arme Flügel, der leidet da nicht? Der Flügel leidet weniger. Fragen Sie mal den Pianisten, ob der leidet, wenn es mal richtig kalt ist. Ja? Aber die Geschichte ist schon die, dass es eine ganz eigene Atmosphäre dort unten hat und dass die Konzertsaalatmosphäre, die wir auf dem Schiff sozusagen haben, einen starken Bruch darstellt zu den Betonwänden, die sie umgeben. Aber ich sage nochmal, es hat eine ganz eigene Mystik und eine eigene Atmosphäre, die für das Kunstlied genau richtig ist. Vielen Dank. Müssen vielleicht noch kurz dazu sagen, noch sind wir oben, noch ist das Schiff nicht unten, aber wir haben es Ihnen ja schon mal gezeigt, wie das dann da aussieht. Und der Musiker arbeitet nicht nur auf Schiffen und in Schleusen, er arbeitet auch noch an völlig verrückten Orten in der Welt. Meinen Sie denn, dass klassische Musik dann so transportiert werden kann, wenn Sie in der Antarktis zum Beispiel singen oder in irgendwelchen Bergwerken? Natürlich versuchen wir sozusagen, das Kunstlied wieder an die Menschen heranzubringen und wollen dafür ein bisschen mehr Aufwand betreiben als vielleicht sonst gängig. Und das funktioniert bei bestimmten Landschaften, in bestimmten Naturerlebnissen, in Bergwerken, in Straßenbahnen. Also wir bringen das ein bisschen wieder in die Welt hinaus aus dem Konzertsaal. Aber jetzt will ich natürlich nicht länger quatschen, weil Sie sind ja Sänger und nicht Redner. Sie singen uns jetzt was und ich gehe schon mal rüber zum Kapitän. In questa tomba oscura lasciami rata dovevi a me pensar a me pensar. Jetzt muss ich, es tut einem richtig leid, ein bisschen unterbrechen, aber ich möchte noch mal schnell vom Kapitän hören. Fredi Glöde. Wie ist das denn? Wie reagieren Ihre Gäste denn, wenn hier so eine Musik in der Schleuse gesungen wird? Also die Gäste, die sind hellauf begeistert, weil das ja doch ein sehr ungewöhnlicher Ort ist für ein klassisches Konzert. Und die haben auch keine Angst da unten in der Schleuse und dann diese Musik. Es passt ja irgendwie nicht so richtig zusammen im ersten Moment, oder? Naja, das ist, erst ist es etwas unheimlich, aber dann, man gewöhnt sich denn dran. Denn das Schiff bewegt sich ja denn nicht, das wird festgemacht und dann ist Ruhe für die Musik. Okay, vielen Dank zum Kapitän. Ja, das große Konzert geht jetzt in wenigen Minuten live in der Schleuse los. Und wenn Sie Lust haben, diese Konzerte werden natürlich wiederholt, dann kommen Sie doch mal her und vielleicht ist dann auch das Wetter so, dass der Flügel oben auf dem Oberdeck stehen kann. Ja, das war